habe recht viel Durchhaltevermögen. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich aufgegeben habe. Ich glaube, ich bin recht impulsiv. Ich treffe oft Entscheidungen aus einem Gefühl heraus, das momentan ist. Das hat mich in viele Schwierigkeiten gebracht in meinem Leben. Ich denke, der Wendepunkt war, als ich wieder mal Böses getan habe und sich das erste Mal richtig falsch für mich angefühlt hat. Maximilian Pollux, früher Gangster, heute Schriftsteller. Er liebt die Nacht. Ja, die Nacht war lange der wichtigste Teil meines Tages. Also meine Arbeitszeit war nachts. Und im Gefängnis war dann 9,5 Jahre lang keine Nacht erlaubt für mich. Wenn du zum Fenster da draußen schaust, siehst du den Himmel nicht wegen den Flutlichtern. Die Nacht gehört ihm wieder seit seiner Entlassung vor 4 Jahren. Maximilian Pollux fängt neu an, verlässt seine Heimat, die alten Bekannten und zieht nach Mainz. Er wächst in Nürnberg auf. Seine Mutter und sein Stiefvater haben alles richtig gemacht, sagt er. Trotz ihrer Liebe fehlt ihm etwas. Der junge Maximilian sucht das Abenteuer. Nachts sprüht er Graffitis. Er klaut, experimentiert mit Drogen und trifft Männer, die er bewundert. Ich war fasziniert von dieser Subkultur, von dem Männlichkeitsbild, das dort herrscht, von diesem Zusammenhalt, der angepriesen wird. Man verrät niemals seinen Bruder, einen Mann, ein Wort. Wo gibt es heute noch? Maximilian steigt ins Drogengeschäft ein. Er dealt, übernimmt Kurierfahrten. Später lässt er für sich arbeiten. Bei mir war das tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Drogen war vielleicht die erste Ware, die ich bekommen konnte und verkaufen konnte, ohne mich selbstständig zu machen, ohne ein Geschäft zu machen. Ich habe das mit 13 schon gemacht. Ich habe nicht mal wirklich darüber nachgedacht, bewusst, dass das ein fürchterliches Produkt ist. Mit 19 der Haftbefehl. Nach 2 Jahren Flucht durch Europa wird er geschnappt. Endstation Gefängnis. Für 10 Jahre. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffenhandel, Körperverletzung. Hinter Gittern scharrt er Gleichgesinnte um sich. Er kämpft sich einen Ruf. Irgendwann wird ihm klar, so kann er nicht weitermachen. Zum einen war es was wie das erste graue Haar, das ich an mir entdeckt habe, und zu sehen, wie alle um mich herum alt werden. Gerade die ich als Vorbilder hatte. Leute sterben, mein guter Freund von mir wurde umgebracht im Gefängnis, in der Zeit, in der ich dort war. Oder ich wollte einfach kein Teil mehr davon sein. Maximilian Pollux beginnt zu schreiben. Nach seiner Entlassung veröffentlicht er Kurzgeschichten. Bald erscheint sein erster Roman. Und er liest an Schulen, bundesweit. Was glaubst du, wie viel du in den Arsch bekommst? Diese ungewöhnliche Frage, die er Manuel stellte, war wörtlich gemeint. Er meinte exakt das, was er fragte. Wie viel Kokain bekam Lena in ihren Arsch hinein? Direkt und unverblümt schildert er, wohin ein Leben mit Drogen, Waffen und Gewalt führt. Die Schüler spüren, da ist einer, der weiß, wovon er spricht. In der Geschichte geht es darum, dass ein junges Mädchen von einem älteren Mann dazu gebracht wird, Drogen zu schmuggeln. Und er macht es auf eine ganz, ganz, ganz schmierige Art, indem er eben ihr Liebe vorspielt. Das habe ich so nicht gemacht, weil ich damals einfach selber noch sehr jung war. Aber es passiert so jeden Tag. Sein Gangsterleben ist Geschichte. Zu seinem neuen Leben gehört Katharina. Er hat sie erst nach seiner Entlassung kennengelernt. Die beiden wollen heiraten. Und zum einen ist es jeden Tag ein Zeichen dafür, wie viel Glück ich hatte. Eine Zeit lang war es auch so dieser Neubeginn. Auch zum Beispiel, dass Gewalt kein Teil ihres Lebens war. Ne? Und dass das auch für sie nie ein Mittel zur Problemlösung war. Das war für mich ganz wunderbar. Mein größter Traum heute ist es, eine eigene Familie zu haben und ein toller Vater zu werden für Kinder. Für die eigenen.